Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Yeshio Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wie gesagt, ich hatte versucht, das mit einer Server-Variante in den Griff zu kriegen. Das heißt, da wollte ich dann Creeper ausmachen und Mob-Briefing an sich anlassen, aber da habe ich noch keinen passenden Serverbefehl zu gefunden. Mal gucken. Ja, dann würde ich mir das quasi so intern hier auf dem Server drauf spielen und so, alles auf einem PC dann halt. Und dann wäre das Problem aufgehoben. Dann könnten die Dorfbewohner hinten machen, was sie möchten. Also können sich vermehren, können ihre Felder bestellen und so weiter. Und die Creeper können trotzdem nichts mehr kaputt machen. So, länger ist der Arm nicht. Ist ja schon mal weit, ne? Hier bin ich reingekommen. Das sollte ich mir vielleicht mal irgendwie markieren, sonst finde ich den Ausgang nachher wieder nicht. So. Okay. Die Frage ist nur, wie weit das ist. Für Spätzle. Angebratene Spätzle vorbeikommen. Inner Creeper. Inner und Creeper. Attacke. So, jetzt mal ein bisschen Licht machen hier. Ach, das ist ja praktisch. Eine Mob-Schlachtecke. Mob-Schlachtbank hier. Mich gesehen, verflixt. Komm. Noch eins. Spinne von hinten. Jo, kam auch noch an. Aber die haben die Spinnen, die haben ja meistens eine etwas längere Leitung. Die Skelette, die versuche ich mal zuerst wegzumachen. Weil selbst wenn du dann gerade mit der Spinne am Kämpfen bist, kommt das Skelett, pölt dich an und das Erste, was passiert ist, dass du dann von der Spinne wieder weggetrieben wirst. Dann kannst du auch nicht weiterkämpfen. Die Pfeile, die haben noch schon ganz schön ordentlichen Rückstoß. Noch 8 Fackeln über. Dann ist das Licht zu Ende. Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, da hinten hängt sogar eine Fackel. Das heißt, da war ich schon mal. Jungs, das muss ich euch auch noch beibringen hier. Von hinten macht man nicht. Habe ich ihm aber jetzt erklärt. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Ich mache das schon genau weiter runter.
So, sollte ich mal langsam wieder hoch. Zu. Oh, guck mal. Die Vorräte werden so langsam aber sicher wieder aufgefüllt hier. Wobei, Eisen geht eigentlich. Also, Eisen geht tatsächlich. Da habe ich so viel von gefunden, dass sich das eigentlich schon echt wieder belohnt hat hier. Jetzt ein Block voll fast. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis rum. Okay. Aber ich glaube, da hinten war noch irgendwo eine Höhle. 5 Fackeln haben wir noch. Ein Stückchen geht noch. Da zum Beispiel. Skelett! Das mit den Blocken finde ich eigentlich eine super Sache. Du blockst das Skelett einfach ab. Kannst du selbst Creeper mit wegblocken. Naja, zumindest kannst du den Schaden minimieren. Hast du noch den Rückstoß über. Tiefe Höhle. Oh, cool. Oh, und Eisen. Also. Warum sammle ich so viel Eisen? Ganz simpel. Ich möchte eine Bahnlinie bauen. Und zwar möchte ich eine Bahn bauen bis zu dem eingeborenen Dorf. Das ja ein ganzes... ein ganzes Stück weit weg ist. Das hat aber den Vorteil, dass ich mir dann Dorfbewohner nach hierhin importieren kann. Kann man wohl, da muss ich nochmal genau schauen, wie das geht. Aber man kann die wohl in eine Lore verfrachten und dann woanders wieder ausladen dann. Indem man die Lore dann wieder aufnimmt. Die Weise könnte ich mir hier, wo ich bin, also hier, wo ich mein eigentliches Dorf habe oder meine eigentliche Unterkunft habe, auch so wie so ein kleines Dorf machen und dann Einwohner ja, züchten, hört sich doof an, Einwohner dazu bringen, sich zu vermehren. Um ja dann hier eigene Tauschpartner zu haben. Die haben ja manchmal ganz schöne Sachen. So, jetzt wird es sehr dunkel. Das hier kann ich gerade noch erkennen. Da ist noch so ein bisschen Kohle, nehme ich noch mit. So, jetzt wird es aber zu dunkel hier. Und wieder raus hier. Raus hier, wo geht's denn raus hier? Hier, ne? So. Hui. Jetzt brauchen wir Fackeln. Neue Fackeln. So, Fackeln auf der rechten Höhlenseite heißt, das geht zum Ausgang, aber. Da gibt es, glaube ich, eine Ausnahme. Und zwar diese hier.
So. Hier muss ich mal auf die andere Seite hängen. Sonst verwirre ich mich hier selber, weil vorne geht's ja raus. Genau, jetzt passt das. Es ist Nacht, das ist nun. Knuspern wir uns erstmal wieder ein bisschen was hier rein und dann geht es weiter. Da gibt es bestimmt wieder was zu jagen. Das war wohl nix. Also die Spinnen sind nicht so intelligent wie die anderen Monster. Ein Creeper wäre da nicht runtergesprungen. Oh, Hexe. Hexe. Creeper ist mir jetzt egal. Die Hexe ist wichtig. Haut mir nämlich ein Gift rein. Ja, hat sie schon. Toll. Ich hatte gehofft, sie daran hindern zu können. Aber das Zeug, das ist echt heftig. Wow. Macht mir das Leben weg? Das ist echt Wahnsinn. Einfach an meinem Schild vorbeigeschossen hier. Komm doch. Klopf, klopf. Wer klopft? Klopft mal zurück hier. Da ist noch eine Spinne. Ich glaube, eine Spinne hier. Ah, Creeper. Auch noch im Angebot. Hat er jetzt das Mob da hinten erledigt, der Creeper, oder war ich das? So, den haben wir auch. Oh, Mob von oben. So was. Ah, es wird Tag. Da rennt noch ein verwirrter Creeper rum. Kuckuck. So, die haben wir auch geschafft. Die Nacht meine ich. Advent, drei Möpplein.
jetzt? Warum hat der so eine Reichweite und ich nicht? Feuer gefangen. Aber nix. Eigentlich noch was. So, dann wollen wir ein bisschen was einsortieren hier. Ich bin aber überlegen, ob ich noch mal die Kakteen mitnehme. Ja, machen wir. Ein paar Kakteen nehmen wir noch mit. Warte mal, wo ist er? Da ist er. Zack. Können wir noch ein bisschen Kaktusgrün hier herstellen. Aber bei den Schafen hinten, da fällt ja meistens tatsächlich nur dieses Hellgrün. Aber jetzt die Kakteen. Ja. Ich bin überfüllt. Das heißt, wir bringen mal eben fix was weg und sammeln dann die Kakteen auf. Lass mal eben schnell ein bisschen was weg hier. Und mal eben schneller, bevor die verschwinden, die Kakteen aufsammeln hier. Boah, die sind auch spitz, die Dinger. Habe ich eigentlich dann so Kakteenstacheln im Hintern hängen? Nö, ne? Ähnlich wie bei den Pfeilen, da siehst du ja mal aus wie ein Igel nach. Advent, Advent, ein Creeper brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann macht es bumm vor deiner Tür. Ja. Und dann Mob Griefing an, dann das super. Dann war's das. So. Ofen. Da schmeißen wir mal Eisenerz rein. Da Kaktus. Der Rest kann eigentlich runter, ne? Ne, warte mal, Fleisch haben wir auch noch. Wo bin ich denn das her? Stimmt, ich habe ja Schweine geschlachtet. Okay. So, hier verschwindet ein Spinnenauge, Schwarzpulver, Faden, der Bogen bleibt hier oben, Anit, Feuerstein, Pfeile, Fleisch und Kohl. Oh, hallo Drachenmutter. Ich kann nicht mehr gekriegt gerade. Fixt. Wie geht's dir? Achso, die reißen bei mir keine Löcher, weil ich Mob Griefing ausgeschaltet habe. Das heißt, die Mobs können keinen Blockschaden verursachen.
Deswegen. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erklärt. Dadurch können leider die Dorfbewohner sich auch nicht vermehren und auch keine Felder bestellen. Weil die natürlich dann auch nichts aufnehmen können. Das heißt, die können sich dann keine Nahrung zuwerfen, können auch keine Nahrung aufnehmen, wenn du sie denn zuwirfst. Die sind da dann also auch nicht in der Lage zu. Das Einzige, was die Viecher natürlich machen, die machen natürlich Schaden an sich selber, die machen Schaden an mir. Also das ist natürlich nicht aus damit. Das passiert weiterhin. Nur, weißt du selbst, ne? Du richtest Bauwerke und so weiter und dann kommt mal so ein netter kleiner Creeper und kloppt dir da mal eben so die Sachen kaputt. Fand ich jetzt nicht so witzig dann. Ja, dann viel Spaß beim Spülen, beim Planschen, wollte ich jetzt beinahe sagen. Naja, gut. Muss sein. Also was? Eine Rüstung habe ich da drin. Könnte ich eigentlich auch mal auf den Rüstungsständer stellen, oder? Meine Idee. Ist doch verzaubert. Genau. Das ist die erste Diamantrüstung. Genau. Oder die alte zumindest. Ah, spülen. Habe ich machen lassen. Spülmaschine. Ich weiß, dekadent. Er hat schon eine Spülmaschine. Sammelt sich so langsam, aber sicher eine Menge überschüssiges Material hier. Es wird Zeit, dass ich ein bisschen ausbaue und neue Rubriken anlege hier unten. So, dann überlegen wir mal, wo wir die jetzt hinbauen. Ich hätte ja gerne den Rüstungsständer. Auch im Haupthaus. Aber wo? Also, du gibst einfach den Befehl ein. Ich schreibe dir mal in den Chat rein, dann sieht man das, siehst du das besser. Befehl, ne? Also ganz normaler Befehl und dann Moment. So, genau. Und das mit dem Befehlzeichen davor. Mit True kriegst du es wieder an. Reaktion, besser spät als nie. Meine Güte, 3 Minuten schon wieder verloren. So, habe ich ja schon mal ein paar Rüstungen aufgebaut. Die Golden habe ich natürlich nie getragen. Die Lederrüstung habe ich auch nie getragen. Und diese Diamantrüstung glaube ich auch nicht. So, wo stelle ich mir denn jetzt den Rüstungsständer hin? In die Truhe, in die Ecke. Wird ja eigentlich hier ganz gut hinpassen, ne? Also das ist eigentlich funktioniert das sehr sehr gut.
fliegen zwar noch in die Luft und wie gesagt, die zerstören auch noch andere Sachen wie jetzt Tiere oder so, wenn sie in der Nähe sind, oder Gegner oder dich selbst. Aber Blöcke werden nicht mehr beeinflusst. Auch die Ender können keine Blöcke mehr verändern. So, dann machen wir das auch weg hier. Trudi verrücke ich mal so ein bisschen. Würde ich nämlich jetzt mal auf diese Wand stellen. Könnte ich mir nämlich hier den Rüstungsständer hinbauen. Und es hat die Rüstung ist verzaubert. Das, die schillert so schön. So ungefähr. Ja, gut, das geht natürlich auch. Dann sind alle Mobs weg. Aber ist natürlich schöner, wenn du dann auch noch Gegner da hast. Na, das hatte ich mir mal rausgesucht aus dem Internet entsprechend. Und habe dann gesagt, komm, mach's mal. Weil das war so eigentlich meine größte Sorge, dass du dann hier was gebaut hast. Genau, richtig. Also die größte Sorge von mir halt, dass du dann hier was Schönes gebaut hast und dann wird es dir wieder eingerissen, sage ich mal. Und vor allem die Landschaft selbst, die sieht dann auch irgendwann richtig, ja, für den Arsch aus, ne? Wenn du überall diese Creeper-Krater hast. Oh, da ist der Schlafanzug. So, siehst du, haben wir im Wohnzimmer schöne verzauberte Rüstung noch stehen. Könnte mir ja mal noch das mache ich später. Einen Rüstungsständer noch reinstellen, um meine Rüstung mal auszuziehen. Das kann man natürlich auch noch machen. Genau, kannst du wieder die Mobs wieder zuschalten und wie gesagt, nur automatische Farm ist dann halt nicht drin, weil die Dorfbewohner halt auch keine Blöcke verändern können. Ja, das heißt, die können dann auch nichts abbauen. Um das, dass die sich halt wieder vermehren da hinten, ein bisschen zu umgehen, habe ich das dann so oder wieder in Gang zu bringen, habe ich das dann so gemacht, dass ich dann Mob Griefing wieder eingeschaltet habe, habe mich dann da drüben in ein Haus gestellt und habe dann einfach so ein bisschen online, also ein bisschen stehen lassen, eingeloggt und dann so eine Nacht über und am nächsten Tag hatte ich dann wieder ordentlich Dorfbewohner da. Es ist schon wieder richtig voll geworden, ich weiß nicht, 20 Stück oder so, richtig gut. Ich versuche das aber noch, alles zu haben. Ich bin noch am Ausprobieren mit einer Server-Variante. Und versuche das dann so zu machen, dass die Creeper auf dem Server nichts können, aber alle anderen noch in der Lage sind dazu. Versuche den Creepern die Rechte zu entziehen. Wollte ich eigentlich. Genau, ursprünglich hatte ich doch gesagt, ich würde gerne unten noch ein bisschen weiter bauen. Ne? Das könnte man ja eigentlich mal machen. Noch so hinten noch so ein bisschen was anbauen. Machen wir mal. Wichtige dafür ist aber, darf erstmal von oben nichts mehr rein. Wie weit sind wir denn hier? Der Ofen ist auch fertig.
Vorsichtshalber schalte ich mal hier oben die Truhe ab. Falls ich da dann versehentlich da irgendwann was reinwerfe, ne? Ja, die Welt ist ordentlich größer geworden inzwischen. Ich habe auch unterirdisch hier so ein bisschen was dazu gebaut. Ne? So ein bisschen so die, ja, die Materiallager hier unten erweitert. Ne? Und für die also das hier sind Anlagen mit 4 Truhen. Da hast du dann immer 4 Stück. Ein Material plus die Trichter plus Spender, und auf der Seite habe ich das eigentlich auch, aber da habe ich nur eine Kontrolllampe. Wenn es voll wird, da habe ich dann die Truhen etwas anders angeordnet, weil das ist A, einfacher zu bauen, und ich spare mir einen Zwischenraum. Ja, das kostet aber auch wahnsinnig Material. Dafür habe ich oben automatischen Ofen halt gebaut, um dann hier die alles mit richtigen Steinen machen zu können. Inzwischen kann ich das noch ein bisschen anders machen. So habe ich hier eine Hacke mit Effizienz. Behutsamkeit, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Block hinsetze und baue den mit Behutsamkeit wieder ab, ist es immer noch ein Stein. So, ich würde sagen, hier an der Anlage, da können wir hinten noch erstmal noch ein bisschen was anbauen. Da werde ich erstmal den Bereich hier ein bisschen vergrößern. Schön ist, ich kann das jetzt aus dem Berg rausbauen. Das Ganze habe ich ja dann auch zeitweilig so gemacht. Das heißt, du kannst den Felsen erstmal da stehen lassen, wo du Felsen brauchst, und alles andere machst du weg. Ich glaube, genau, unten das kann stehen bleiben, und auf der Höhe muss es dann ewig. Genau, mit Behutsamkeit bleibt alles so, wie es war. Das heißt, auch wenn du jetzt beispielsweise Eisenerz abbaust, das bleibt Eisenerz. Also, es bleibt ein Eisenerzblock. Jetzt habe ich natürlich hier meine Energieleitung auch zerstört. Hier oben eigentlich eine Energieleitung, die einmal rumgeht auf die andere Seite. Jetzt auch platt gemacht, aber das ist nicht weiter schlimm. Die kommt da auch wieder hin. So. Genau so geht das dann nach hinten noch ein bisschen weiter. Mal überlegen, wie weit ich da hinten noch ausbaue. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut, bye bye.